In unserem Projekt geht es darum, neuartige Solarzellen zu entwickeln. Und momentan fokussieren wir uns auf sogenannte Halogenid-Perovskit-Halbleiter, aus denen man Solarzellen bauen kann, aber auch andere optoelektronische Bauelemente. Und wir schauen uns diese Materialien auf einer fundamentalen Ebene sehr, sehr genau an. Welche Eigenschaften haben sie? Welche Eigenschaften wünschen wir uns von ihnen? Und versuchen dann daraus Solarzellen zu bauen. Ziel ist definitiv sozusagen, den Energiesektor zu revolutionieren und mit den neuartigen Materialien effizientere und kostengünstigere Solarmodule herzustellen und die dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen und damit erneuerbare Energie für einen großen Teil der Menschheit bereitzustellen. What we precisely do in this lab is to screen different materials and understanding their property, engineering their property and apply them in working devices. Additionally, this material can work in tandem with silicon. Eine Tandem-Solarzelle ist wie ein Tandem-Fahrrad. Man kann sich also vorstellen, zwei verschiedene Solarzellen sind übereinander gestapelt und teilen sich das Sonnenlicht. Die eine Schicht absorbiert speziell das sichtbare und das blaue Licht, die andere Schicht eher das rote und zusammen sind sie stärker und können mehr Energie umwandeln aus dem Sonnenlicht als jede einzelne Zelle für sich genommen. Also der wirtschaftliche Vorteil ist, dass man pro Fläche im Grunde genommen dann mehr Energie gewinnen kann und das reduziert letztendlich dann auch die Kosten für Solarzellen. So we work like in close cooperation with many local and international companies with the idea of transfer technology. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat schon immer einen großen Fokus auf Materialforschung gehabt. Und Materialforschung ist natürlich interdisziplinär. Es beinhaltet Fragestellungen aus der Physik, aus der Chemie und aus den Materialwissenschaften. Und das zusammenzubringen, ist die große Kunst bei den Perovskit-Materialien. The fact that we work together like four independent PIs, four independent research units, and that we combine our know-how, it was a teamwork. Das erste Mal habe ich davon erfahren über WhatsApp, als Michael Seliba schrieb, es hat geklappt. They called me very enthusiastic about this and then we celebrate virtually. Vorerst ist natürlich eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten, den High Impact Award. Ja, und wir arbeiten jetzt schon fast seit 8 Jahren zusammen, seit 2015, 2016 und haben mit das Feld gestalten können. Das war natürlich ein großes Privileg und wir freuen uns ungemein, dass dieses Thema ausgezeichnet wird. Wir planen eine große Party mit allen Studenten, die über die Jahre auch an diesen Projekten beteiligt waren und geholfen haben, unsere Ideen im Labor in die Realität umzusetzen. It feels kind of extremely proud when you do the job you like and the job you like is also contributing to Society. Wenn man die Mission der Helmholtz-Photovoltaikforschung kurz zusammenfassen will, dann ist es ganz klar die Veränderung des Energiesektors. Denn wir werden mit diesen neuartigen Tandem-Solarzellen, die ganz kurz vor der Industrialisierung stehen, in Zukunft kostengünstige und grüne Energie für eine breite Masse der Weltbevölkerung zur Verfügung stellen können.